Sie haben sich entschieden, Ihr Unternehmen zu verkaufen und haben sogar schon einen Käufer gefunden? Vielleicht haben Sie sich bereits auf einen Kaufpreis geeinigt. Ein entscheidender Meilenstein. Aber ist damit alles geklärt? In unseren Gesprächen fragen wir oftmals, was unsere Kunden denn nach dem Verkauf ihres Unternehmens machen wollen. Ganz oft hören wir Sätze wie: Von dem Geld kaufe ich mir erstmal ein Ferienhaus. Oder: Ich mache eine Weltreise und kaufe mir mein Traumauto. Das sind alles großartige Pläne und wir freuen uns, dass Sie bereits die nächsten Schritte so klar vor Augen haben. Bei genauerem Nachfragen stellen wir jedoch oft fest, dass unsere Kunden bei ihren Plänen davon ausgehen, dass sie den Kaufpreis direkt in voller Höhe bei Verkauf erhalten. Und ist dies in der Praxis wirklich so? Leider nein. Unabhängig davon, dass Steuern eine Rolle spielen, kommt eine Einmalzahlung des vollen Kaufpreises, besonders wenn es sich um einen höheren Betrag handelt, in der Praxis eher selten vor. Es gibt viele verschiedene Zahlungsmodalitäten und Mechanismen, die sowohl den Käufer als auch den Verkäufer absichern. Heute schauen wir uns einige der gängigsten an. Eine in der Praxis häufig vertretene Form der Kaufpreiszahlung ist eine Earn-out-Vereinbarung. Bei dieser Vereinbarung ist eine Zahlung eines Teils des Kaufpreises davon abhängig, dass das Unternehmen in der Zukunft bestimmte Ziele erreicht, fast immer finanzieller Natur. Der Käufer zahlt also zunächst einen Teil des Kaufpreises bei Erwerb des Unternehmens und der Rest ist an den zukünftigen Erfolg des Unternehmens gebunden. Ich verdeutliche dies gerne mal an einem Beispiel. Nehmen wir an, dass Sie Ihr Unternehmen für 1 Million Euro verkaufen und das Unternehmen ein Umsatzziel von 500.000 Euro für das kommende Geschäftsjahr hat. Eine Earnout-Vereinbarung wäre zum Beispiel die Auszahlung von 750.000 Euro bei Verkauf des Unternehmens und die Auszahlung von 250.000 Euro bei Erreichen des Umsatzziels. Es muss aber nicht bei einer einzigen Earnout-Zahlung bleiben. Eine solche Regelung kann viele erfolgsabhängige Teilzahlungen über mehrere Jahre beinhalten. Warum ist die Earnout-Vereinbarung so beliebt? Für den Käufer reduziert eine solche Regelung den initialen Finanzierungsbedarf. Die späteren Zahlungen können ganz oder teilweise aus den erwirtschafteten Umsätzen finanziert werden. Gleichzeitig bietet diese Regelung dem Käufer Sicherheit, falls die Entwicklung des Unternehmens nicht wie erwartet verläuft, zum Beispiel falls eine Wirtschaftskrise auftritt. Um eine solche Regelung auch für den Verkäufer attraktiv zu machen, gibt es bei Earnout-Vereinbarungen oftmals die Möglichkeit, sogar eine noch höhere Auszahlung zu erzielen. Denn Earnout-Regelungen sind häufig mit Erreichungsgraden ausgestattet. Nehmen wir an unserem Beispiel an, dass der Umsatz im kommenden Jahr nicht 500.000 Euro, sondern 600.000 Euro beträgt. Eine Vereinbarung könnte sein, dass die Erfolgszahlung sich in diesem Fall auf 300.000 Euro statt 250.000 Euro beläuft. Damit sind auch Verkäufer incentiviert, den Erfolg des Unternehmens bestmöglich sicherzustellen und somit eine optimale Übergabe durchzuführen. Eine weitere, häufig gewählte Zahlungsvariante ist die Ratenzahlung. In der Praxis wird eine Ratenzahlung fast immer mit einem Verkäuferdarlehen und einer vorherigen Einmalzahlung kombiniert. Bei einer solchen Regelung wird ein Teil des Kaufpreises bei Verkauf und der Rest über einen fest definierten Zeitraum in Raten gezahlt. Wenn wir unser Beispiel von eben nehmen, könnte eine Vereinbarung zum Beispiel lauten, dass 750.000 Euro bei Verkauf des Unternehmens fällig sind und der Verkäufer ein Darlehen über 250.000 Euro mit einer Verzinsung von 4% gewährt, das in 48 Monatsraten fällig ist. Varianten der Ratenzahlung sind in der Praxis beliebt, da der Käufer hier genauso wie bei der Earnout-Vereinbarung den initialen Finanzierungsbedarf reduziert und gleichzeitig die Sicherheit besitzt, dass auch der Verkäufer an einer guten Übergabe und somit soliden Weiterführung des Unternehmens interessiert ist. Für den Verkäufer bietet eine Ratenzahlung langfristige, sichere Einkünfte, die genutzt werden können, um den Lebensunterhalt zu finanzieren. Eine Ratenzahlungsvereinbarung über 100% des Kaufpreises ohne vorherige Einmalzahlung eines Teils des Kaufpreises ist eher unüblich,
da hier ein zu großes Risiko für den Verkäufer besteht. Obwohl die Ratenvereinbarung und die Earnout-Vereinbarung die gängigsten Varianten sind, gibt es noch weitere Zahlungsvarianten beim Unternehmensverkauf. Eine spezielle Variante ist die Rente, wobei der Kaufpreis als eine monatliche Rente an den Verkäufer ausgezahlt wird. Die Rente kann entweder lebenslang oder über einen bestimmten Zeitraum ausgezahlt werden, je nach Vereinbarung. Diese Option ist besonders attraktiv für Käufer, die eine gewisse finanzielle Sicherheit nach dem Verkauf über eine längere Zeit, gegebenenfalls bis zum Lebensende, aufrechterhalten möchten. Allerdings müssen die Zahlungen dann auch gesichert werden. Für Käufer bedeutet eine Rentenzahlung eine geringe Anfangsfinanzierung, da die Renten aus dem laufenden Geschäft bezahlt werden können. Obwohl diese Variante auf den ersten Blick sehr attraktiv scheint, ist sie in der Praxis eher selten vertreten, da eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Zahlungslänge herrscht und Rentenzahlungen beim Unternehmensverkauf komplex sind und eine gesamtheitliche, rechtliche, sozialversicherungstechnische, steuerliche und buchhalterische Betrachtung benötigen. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass es eine Vielzahl von Zahlungsmodalitäten gibt. Neben der klassischen Einmalzahlung sind besonders Erfolgszahlungen, Earnout und Ratenzahlungen beliebt. Diese lassen sich sogar kombinieren und in der Komplexität beliebig ausgestalten. All diese Varianten besitzen unterschiedliche wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Auswirkungen. Neben diesen Überlegungen müssen auch Ihre Wünsche und Lebensumstände berücksichtigt werden, wenn es um die Strukturierung der Kaufpreiszahlung geht. Daher ist meine persönliche Empfehlung, dass Sie sich gut beraten lassen von einer Person, der Sie vertrauen und die die nötige Fachkompetenz mitbringt, um die verschiedenen Optionen genau zu prüfen und die für Sie und Ihre Familie beste Lösung zu finden. Viel Erfolg bei der Wahl Ihrer besten Lösung.